An diesem Abend vom Tag des Herrn, ja, an dem 15. November 2018, mein Titel heißt so: Die kräftige, wirksame Weissagung des verherrlichten und herrschenden Christus. Der Christus, der in dem Himmel wohnt und thront und herrscht als König, als verherrlichter König, nachdem er dort eingesetzt worden ist, nach seiner Himmelfahrt, in seinem verherrlichten Leib, der den Heiligen Geist ausgegossen hat, hat auch bevor er zum Himmel aufgefahren ist, mächtig gewirkt. In der Englischpredigt haben wir gesehen, dass er viel mächtiger gewirkt hat, wie er viel mächtiger wird ab der Zeit von Pfingsten. Aber wir reden von der Zeit davor auch, weil schon dann war er der Mann Gottes, der Sohn Gottes und Sohn des Menschen. Und wir reden nur über einige seiner Weissagungen, weil wenn wir zu viel behandeln werden, wird es wieder länger gehen und wir wollen es kurz haben. Und deswegen, Johannes 14 und Vers 29 jetzt. Johannes 14 und Vers 29. Lass ich ein bisschen früher anfangen. Die armen Jünger waren noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie hatten so wenig verstanden. Der Friede Jesu Christi ist der Überschrift. Die Überschrift, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Ich glaube, sie hatten noch kaum eine Ahnung gehabt, was er damit gemeint hat. Diesen Frieden hat sie noch nicht erfahren. Aber er gemeint, dies werdet ihr erfahren auf Pfingsten. Meinen Frieden gebe ich euch. Wir wissen, sie hatten diesen Frieden kaum gehabt. Sie waren so ängstlich, als er gekreuzigt worden ist und danach. Aber diese Verheißung würde er wahr machen ab Pfingsten auf eine neue Weise. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Mit Antworten einen übernatürlichen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ach, wenn man ein Bibelstudium macht von Christi Verheißungen und wie sie erfüllt worden sind, dann wird man so ermutigt. Vers 28, ihr habt gehört, sagt er seinen armen Jüngern, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Ich gehe hin, ihr werdet mich nicht sehen, dann komme ich wieder zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Mit Antworten hat er ihnen eigentlich Bescheid gegeben. Ihr versteht noch so wenig. Ihr freut euch nicht. Ihr seht so ahnungslos aus, weil ihr so ahnungslos seid. Weil ihr braucht noch die Fülle des Geistes. Aber mein Vater ist größer als alle, ich gehe zu ihm. Und dann werden wir mächtig wirken ab der Zeit meiner Erhöhung und meiner Einsetzung ab Pfingsten. Und später hatten sie sich erinnert an der Erfüllung und hatten von diesen Prophezeiungen, Weissagungen, und hatten sich riesig gefreut. Am Pfingsten war Petrus und die anderen 119 so erfüllt mit der übernatürlichen Freude und Frieden. Die Leute hatten gedacht, sie sind betrunken. Petrus musste ihnen sagen, es ist nur 3 Uhr noch frühmorgens. Die Leute haben noch nicht getrunken. Sie haben so viel Freude. Sie sehen wie betrunkene Leute aus. Weil Leute werden entweder aggressiv oder super früh. Ich habe euch doch mehrmals erzählt. Als ich jung war, war ich in dem Bus. Und der Mann war ziemlich betrunken. Er war so freigebig. Er hat seinen Geldbeutel geöffnet und Busfahrer Geld gegeben. Er hat wahrscheinlich gedacht, dieser Mann ist hier barfuß mit kurzen Hosen. Ich gebe ihm nichts. Aber die anderen haben ziemlich viel bekommen. Die Leute werden freigebig, freudig. Sie haben ein Feststimmung und so weiter. Und dies hat Petrus gehabt und die anderen. Aber auf keine weltliche Weise. Auf eine reine, herrliche Weise erfuhren sie, die Verheißungen sind wahrgemacht worden. Frieden, Freude und ihr Herz versagt, unser Herzen versagt nicht mehr, wir sind tapfer und nicht mehr feige. Ach, wenn wir seine Weissagungen, Prophezeiungen mit den Erfüllungen vergleichen, dann schöpfen wir viel Mut. Vers 29, und nun habe ich es euch gesagt, eine ist, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Aha.
Dies war Christi Ziel und Zweck. Nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Mit anderen Worten, dann wird der Heilige Geist als Geist des Christus, als mein Geist euch daran erinnern. Aha, dies hat er uns damals gesagt. Und dies ist wahrgemacht worden. Dies baut doch den Glauben, den persönlichen Glauben so mächtig, wenn wir wissen, alles, was er geweissagt und prophezeit hat, macht er auf eine wunderbare Weise wahr. Nicht zu seiner Zeit, sondern zur Zeit des Vaters. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Und genau so ist es stattgefunden. Der Heilige Geist hat sich erinnert, weil der Jesus hat ihnen gesprochen. Er wird euch erinnern, alles, was ich euch gesagt habe. Dann hat sie daran gedacht. Dies ist wahr gemacht worden. Alles ist akkurat und vollständig wahr geworden. Alles ist so anders, so viel Freude, so tapfer sind wir mit. Vers 30, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Und in mir hat er nichts. Mit anderen Worten, er wird keine Sünde in mir finden, nichts Verkehrtes, nichts Falsches, aber er wird die Macht über mich haben, um mich töten zu lassen. Der Fürst dieser Welt, der Satan, der Widersacher. 31, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir dein Vater geboten hat, steht auf und lass uns von hier fortgehen. Und dann sind die Dinge so stattgefunden. Wer es ihnen verheißen hat. Dies hat doch ihr Glauben so mächtig gebaut. Und dann natürlich Johannes 16 und Vers 6 wieder. Vers 5, nun aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sie hatten nicht den Mut gehabt oder die Lust oder sie hatten wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt. Es gibt Leute, sie wollen nicht schlechte Nachrichten hören, deswegen stellen sie nicht Fragen über solche Dinge. Sie hatten es immer noch in ihrer Torheit als eine schlechte Nachricht betrachtet. Sie hatten ihm noch nicht geglaubt, dass es für sie besser wäre, wenn er zum Vater gehen würde. Niemand fragt mich, niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Ich habe euch mehrmals gesagt, ich gehe zu ihm, der mich gesandt hat, zu meinem Vater. Ich fahre auch zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Vers 6, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Sie war super traurig, weil sie so wenig verstanden hat. Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht, der Tröster nicht, oder der Beistand. Er steht uns immer bei, der Heilige Geist, als Geist des Christus, so steht Christus uns bei, dass ich hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, aber weil ich gehen würde, wird der Beistand zu euch kommen. Er wird euch beistehen und ich werde euch beistehen. Auf eine mächtige, neue Weise. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und später hat sie sich erinnert. Dies ist, was er uns damals gesagt hat. Wir waren so super traurig. Wir konnten nicht begreifen, dass für uns auch besser wäre, für ihn und für alle, außerhalb des Feindes. Aber jetzt, Pfingsten. Wunderbar wirkt er in uns, durch uns als den verherrlichten Christ, als der verherrlichte Christus. Und Christus in uns und durch uns, der Herr der himmlische Herrlichkeit. Alle Feinde hat er besiegt. Und so mächtig durch uns als seine schwache Menschen zu wirken. Aber, Vers 8, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und die Leute werden gerettet werden. Und dies hat Petrus erfahren. Haben die Leute von Apostel 4 erfahren. Nicht nur hat Petrus gepredigt. Und in einem Tag ist ein Volk geboren worden. 3000, dann 5000, dann eine Menge. Apostel 4. Sie gewannen eine Menge für den Herrn. In einer kurzen Zeit. Weil Christus hat alle Grenzen von Zeit und Raum durchbrochen. Kann jetzt nicht, anders als wenn er noch, als er noch in seinem Leib der Erniedrigung drin war, an allen Orten zur gleichen Zeit sein, gemäß 1. Johannes 5, 1. Korinther 15, Vers 45, mächtig wirken. Und er hat durch Sester so geredet, durch Brüder so, durch alle in der Gemeinde und eine Menge ist errettet worden.
Lese Vers 31 und Vers 32 von Apostel 2. Dann hat sie sich erinnert. Wahrhaftig, Aratrechka. Wir mussten ihm schon damals geglaubt haben. Und dann war ich so trostreich, als die Erfüllung gekommen war. Und dann natürlich, was wir haben über Simon Petrus gepredigt. Okay, jetzt noch Johannes 16, Vers 21 bis 23. Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagte er seinen Jüngern, ihr werdet weinen und wehklagen. Sie würden so traurig werden, sie würden noch weinen und wehklagen. Niemand kann wehklagen wie Juden bei den Mauern. Aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Dies hatten sie kaum geglaubt, der Heilige Geist, als dies wahrgemacht worden ist. Am Pfingsten hatten sie von den Freudenöl geschmeckt und hatten sie Leben in Überfluss erfahren. Gottes Reich besteht nicht aus, was wir essen oder was wir trinken, sondern aus gerecht Leben und Freude und Frieden im Heiligen Geist genießen durch den himmlischen Christus. Dann hat sie gesagt, so wunderbar. Er kann nicht lügen. Er macht alles wahr, was er gesagt hat. Er ist der Souveräne, der König, der Herrscher. Er ist stärker als alle. Er tut alles im Namen seines Vaters und über seine ewigen Ratschlüsse seines Vaters. Eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Dann hat er ein Bild benutzt. 21, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Ist dies noch wahr heutzutage? Sind die Frauen wahrlich traurig, wenn sie gebären sollen? Ich weiß es nicht. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. 22, so habt ihr auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch Frieden. Aber die Freude, die ich euch gebe, kann auch niemand von euch wegnehmen. Nicht eure Frieden, nicht eure Freude, weil es kommt von mir, es kommt vom Himmel herab. Von mir wird es kommen. Vers 23, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. 24, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Der Herr will es haben, dass unsere Freude völlig wird. Ein Überfluss von Freude. Viel Freude. Während wir in Christi Namen beten, weil die Erfüllung ist schon dabei stattgefunden, er ist zum Himmel aufgefahren. Er ist eingesetzt worden. Er hat den Geist von Pfingsten ausgegossen. Er hat uns sein Gemeindeleben in Überfluss geschenkt. Dies gehört uns auch in Christus, durch Christus. Und wir sollten so viele Gebetserhörungen bekommen, mit seiner ursprünglichen anfängliche Verheißung, dass wir, wenn wir daran denken, hat uns dies versprochen, dass dies viel, ist nicht einfach zufällig stattgefunden alles. Diese Dinge sind stattgefunden, weil er uns dies versprochen hat, weil er erkennt den Ratschluss seines Vaters. Dann sollten wir, später werden wir dann so viel Freude genießen, wir werden nicht mehr stor aussehen. So waren sie damals. Ihr wisst doch, wie wir aus der Apostelgeschichte gepredigt haben heute Abend. Wie groß die Freude war. Auf jeden Fall. So seine Verheißung, dann die Erfüllung, weil dann so wunderbar, so ermutigend, so stärkend, so trostreich, Freude bringen, Frieden bringen, weil sein Geist uns erinnert und er kommt zu uns durch den Geist, durch seinen Geist. Weil er hat alle Grenzen von Zeit und Raum durchbrochen, eins und für alle Mal. Auch die sogenannten negative Dinge. Lukas 22, Verse 31 und 32. Lukas 22, Verse 31 und 32.
Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, nicht Petrus, Petrus, nicht Stein, Stein, Simon, schwache Petrus, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten, wie den Weisen. Der Satan begehrt immer noch, uns zu sichten, um die Gemeinde kaputt zu machen, um Unfrieden unter uns zu stiften und unsere Einheit zu zerstören. Er bleibt einfach wirksam in den Gedanken, er klagt uns in den Gewissen an, er klagt uns bei einem anderen an und er wirkt in unserem sündhaften Fleisch und der Kampf geht weiter. Ich aber, 32, aber, und dies ist so merkwürdig, zuerst hat er Mehrzahl benutzt, jetzt benutzt er, danach benutzt er Einzahl. Ich habe für dich gebetet, dass Satan hat feurig wird, um euch kaputt zu machen. Dies ist ein Plan. Ich habe aber für dich, Simon, Simon, gebetet, schon im Voraus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und als Petrus später gemerkt habe, obwohl er bitterlich geweint hat, mein Glauben geht weiter. Ich glaube immer noch an ihm, hat er daran gedacht, glaube ich. Der Herr Jesus, mein Herr Jesus, mein geliebter Herr, hat für mich gebetet. In seiner unendlichen Liebe zu mir persönlich. Aus diesem Grund hat mein Glaube nicht aufgehört. Geht es noch weiter? Und wenn du eins umgekehrt bist, wenn du dich eins bekehrst, dies ist eigentlich nicht, eins bekehrst ist nicht eine gute Übersetzung in der Fußnote, wenn du eins umgekehrt bist, er war schon wiedergeboren, er musste aber wiederhergestellt werden, so stärke deine Brüder. Noch ein Punkt von Johannes 21, die anderen Jünger mussten hören, was Jesus Christus Simon Petrus, Simons Sohn des Jonas sagen würde, weil sie hatten gewusst, wenn er als unser Leiter handelt, dann handeln, machen wir mit. Wir gehen fischen, dann fischen wir mit. Fangen wir auch fischen. Der natürliche Leiter, die Leute folgen ihm spontan nach. Wir lesen in Galater 2, er ist später zur Säule gemacht in Gottes Tempel, in seiner Gemeinde. Was für ein Leiter. Aber er musste zuerst gedemütigt werden. Und dann wirst du deine Brüder stärken. Sogar der Auftrag war eine Art von indirekter Prophezeiung. Zu diesem Ziel und Zweck werde ich dich wieder erstellen, damit du deine Brüder stärken würdest. Wie ermutigend und trostreich, denkt ihr, hat Petrus dies gefunden. Und mit viel Kraft und Macht, mit wie viel Eifer hat er dann seine Brüder gestärkt? Durch sein Sendschreiben, 1. Petrus, 2. Petrus und auf vielerlei Weise, auch in den Gemeinden von damals. Und dann natürlich hat er Christus widersprochen. So arrogant war er. So unerfüllt mit dem Geist war er noch. So ignorant. Nicht arrogant allein, sondern irrgant. Welche Leute sind arrogant? Die Leute, die ignorant sind. Er war noch so ignorant, dass er noch ganz arrogant war. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Vers 34, er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Wieder. Vers 38, sie sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Aber wisst ihr was? Lass uns schnell blättern oder hört einfach an, das wäre auch in Ordnung. Johannes 18 und Vers 27. Johannes 18 und Vers 27. Da leugnete Petrus nochmals, bei dieser Zeit hat er Christus dreimal geleugnet. Und sogleich krähte der Hahn. Der Heilige Geist, der Geist des Christus hat Petrus erinnert an der Weissagung. Weißt du was, heute wirst du mich dreimal verleugnen. Trotz der Tat, dass du so tapfer redest, in deiner Ignoranz, in deiner Arroganz. Und ich glaube, als der Hahn gekräht hat,
hat er gewusst. Oh, mein Herr Jesus hat mir gesagt, dies werde ich tun. Ich habe genau geantwortet, wie er gesagt hat, mit Antworten, er weiß alles. Er ist der Prophet, der alles weiß. Und er hat dies gewusst. Er hat die Stadt finden lassen. Er hat meine Wege gelenkt, weil ich musste hart hinfallen. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber sein Signal war, er hat den Hahn krähen lassen, um Petrus zu merken zu lassen. Die Kombination von Geschehnissen kennt er auch, um mich zu erinnern daran. Ich werde hart hinfallen. Dies ist stattgefunden, aber ich habe so eine Ahnung. Er hat doch von Zeit zu Zeit auch an den Rest gedacht. Du wirst wieder hergestellt werden, du wirst wieder umgekehrt sein. Dann sollst du deine Brüder stärken. Oh, die erste Hälfte ist wahr geworden, die schönere Hälfte wird auch wahr gemacht werden. So Trost. Er macht Verheißungen und zu seiner Zeit, alles sieht so dunkel aus. Und plötzlich macht er sie wahr. Nicht zu seiner Zeit, sondern zur Zeit seines Vaters. Ach, wie wunderbar. Was für ein Christus haben wir nicht. Ich bin charismatisch genug geprägt, um noch zu glauben an Verheißungen. Wisst ihr, ich habe einige Male mit Engeln zu tun gehabt, wahren Engeln. Ich kann euch erzählen, ein Ding nach dem anderen, Wunder, die stattgefunden ist. Susanne hat im Normalfall die Bibelstellung bekommen und sagt, ja, dies wird stattfinden, dies. Genau so. Dann als das der Sieg kam, haben wir gewusst, er war bei uns. Er macht seine Verheißungen wahr. Dies ist so trostreich, so erbauend, so stärkend, so befähigend, Mut machen. Und dann, ihr wisst doch, ich habe Bibelstellen hier erwähnt. Ihr werdet, wie ich gehe Ihnen an den See, komme ich wieder zu euch. Zuerst natürlich hat er gemeint, Phase 1. In dieser Weltzeit, solange ich noch hier sein werde, in meinem verehrten Leib, werde ich dann sein. Und dann letzten Endes meine Wiederkunft. Er hat gesagt, ihr werdet viel Freude dann erfahren, ihr werdet nicht mehr so traurig sein, ihre Traurigkeit wird verwandelt werden in viel Freude. Wann ist dies unter anderem wahrgemacht worden? Johannes 20 und Vers 20, wir kennen dies doch so gut bei dieser Zeit. Und 19, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo die Jünger versammelt hatten, als Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. 20, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Es ist doch unser Herr. Er hat uns gezeigt, wo ist das Bier hindurchgedrungen und die Nägel. Aber trotzdem ist er verherrlicht. Er hat gesiegt. Und die Jünger waren sehr froh. Es gibt auch Übersetzungen, die sagen, da wurden die Jünger sehr froh, als sie den Herrn sahen. Ihr wisst noch, wir haben Bibelstellen behandelt, Johannes 16 und so weiter. Ihre Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Dann hatten sie es gemerkt. Auch diese christliche Weissagung ist wahr gemacht worden. Er ist so treu. Dies ist so ermutigend. Wir können mit ihm rechnen und auf ihm rechnen. Er ist nicht untreu wie wir, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Er liebt uns auf jeden Fall zu viel. Er hat auf jeden Fall einen viel zu hohen Preis für uns bezahlt, um uns im Stich zu lassen. Es gibt kein, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, Cul-de-sac. Eine Straße, die endet. Und man kann nicht weiter. Der Herr sagt, ich mache einen Weg in der Wüste, habe ich damals gemacht. Als Engel des Bundes habe ich es getan. Ihr seid es unmöglich. Die staatlichen Leute sagen, es wäre unmöglich. Ich mache es möglich. Ich bin der wunderwirkende Christus. Und ich wirke um eure Willen. In euch und durch euch. Wie ermutigend. Wie stärken. Dann wieder die Geschichte von Johannes 21.
mit der wir uns beschäftigt haben heute Morgen. Ach, wisst ihr was? Johannes 21, Vers 7. Vers 6, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Vers 7, da spricht der Junge, den Jesus lieb hatte. Johannes, der einzige Jünger, der sich auf Christi Brust hingelegt hat, so nah war er an ihm. Er hat seine Liebe so wunderbar gespürt. Was für eine Benennung von sich selbst. Er nannte sich selbst die Jünger, den Jesus lieb hat. Hast du so eine Beziehung mit dem Herrn Jesus? Sage, ich bin der Jünger, den Jesus lieb habe. Zu Simon Petrus, es ist er. Als er dies festgestellt hat, weil der Christus ihm, der Mann, der auf sein Brust lag, hingelegt hat, aus reiner Liebe, erkannt hat, dies ist unser Herr. Ich glaube, seine Freude war überwältigend. Und dann sagte er zu Simon Petrus, zu seinem besten Freund, es ist der Herr. Und als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Ich würde auch nicht in unserer Zeit, wenn der Herr Jesus hier wäre, in meine Unterhosen zum Herrn Jesus schwimmen, ein bisschen besser bekleidet sein. Auf jeden Fall, aber es steht nicht hier geschrieben, aber ich frage mich, ob ihr mit mir einverstanden seid. Ich glaube, Petrus war super froh. Er konnte kaum warten. Mein Herr ist hier. Er ist gekommen. Ich kann nicht warten. Ich schwimme so lange in seine Richtung. Lass die anderen die Netze bringen. Ich werde als starker Mann die Fische ans Land bringen, ans Ufer. Aber ich muss mein Herr begegnen. Ach, der Herr macht seine Versprechungen so wahr. Ich denke, lass uns noch nur zwei Bibelstellen so wahrnehmen, weil lass ich nicht in der Versuchung geraten, mir zu eifrig zu werden. Wir wollen nicht so spät eifrig. Matthäus 28. Matthäus Kapitel 28. Wir fangen an mit Vers 6c. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, dieses Mal nicht nur die 7, sondern die 11. Judas war nicht mehr da und Paulus war auch noch nicht da. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wo ihn Jesus sie bestellt hatte. Zu welchem Berg hat er sie bestellt? Ölberg. Ja? Ja, richtig. Absolut richtig. Zum Ölberg. Aber was kam da vor? Ich denke, sie hatten sich erinnert, um Zeit zu sparen. Um es kurzer zu machen, lese ich nicht noch all diese Bibelstellen auf und blätter ich nicht herum. Er hat ihnen gesagt, nach meiner Auferstehung gehe ich voran zu diesem Berg. Und ihr sollt auch dorthin kommen. Dort werden wir einander begegnen. Dies wird die letzte Begegnung sein. Dann werde ich zum Himmel auffahren, ihr werdet mich nicht wiedersehen. Dann muss ich zuerst alles wiedererstellen, ich muss noch auf den Thron Davids auch mich hinsetzen, aber ich werde in den Himmel bleiben, gemäß des Ratschlusses meines Vaters, wenn ich Gottes Reich kommen lassen haben werde, gemäß 1. Korinther 15, Verse 50 bis 55 und so weiter. Und dann, er hat gesagt, dies war doch auch eine Weisung, oder? Ich werde euch dort treffen und dann durch Maria hat er die Jünger wieder daran erinnert. Und dann, es steht ihm nur in einem Vers geschrieben. In den anderen Versen, in den anderen Evangelien steht ihm so geschrieben, sage meine Brüder,
Ich gehe voran nach Galiläa. Dort werde ich sie treffen. Aber einmal gesagt, sage meine Jünger und sage Petrus. Er hat gewusst, Petrus hat mehr Trost gebraucht als die anderen, weil er sein Herz so verleugnet hat. Wie trostreich, denkt er, war dies? Aber wie trostreich, als sie dort ankamen und er war wahrhaftig da, wo Jesus sie bestellt hatte. Und Vers 17, als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Was für eine köstliche, wunderbare, herrliche Weise, um ihm für das letzte Mal begegnet zu haben. Nicht bei dem Meer waren sie nicht auf ihre Knien gegangen. Sie warfen sich einfach anbetend vor ihm nieder. Ich denke nicht auf die Knien, sondern platt. Gesicht nach unten, Magen nach unten. Etliche aber zweifelten. Ich weiß nicht, warum einige noch gezweifelt haben. Was für Untreue haben wir mehr? Nach alles, was er getan hat. Aber sie anbeteten ihn. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht oder alle Vollmacht. Oder Vollmacht. In dem Himmel, im Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht gehabt als Sohn Gottes, aber er musste alle Macht und Vollmacht auch als Sohn des Menschen empfangen, als letzter Adamsmensch. Dies hat sein Vater gegeben, um alles zu tun. Johannes 17 wieder. Vollmacht über alles Fleisch, um an den Auserwählten ewiges Leben zu schenken. Mir ist gegeben von meinem Vater, hat er gemeint, alle Macht im Himmel und auf Erden. Im Himmel und auf Erden. Was für ein Christus haben wir? Vollmacht im Himmel und auf Erden. Nicht nur Autorität, sondern auch die Kraft, um dies zu machen. Es gibt Könige, die haben die Macht, Autorität, aber selber sind schwach. Aber er ist zur gleichen Zeit unendlich stark und er hat die Autorität, die Macht. So, ich werde vom Himmel herab wirken und ich werde auf Erden wirken und ihr werdet mächtig Hilfe von mir bekommen. Ich werde euch mächtig benutzen. Deswegen, weil ich euch jetzt so getrost habe, so geht nun hin. Im Licht der Tatsache, dass ich zu meinem Vater gehe und im Licht der Tatsache, ihr werdet durch den Geist immer daran erinnert werden. Physisch werde ich nicht mehr bei euch sein. Ihr werdet mich als den unsichtbaren Christus auf mich vertrauen müssen. Aber ihr sollt hingehen in meine Vollmacht. Und die Jüngeren machen alle Völker, dass ihr die Leute auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und dass ihr die Leute belehren, um alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Aber dann sein letztes Trostwort. An einen wunderbaren Trostwort kann ich nicht denken. Seine letzten Worte. Wahrscheinlich die letzten Worte, die er geäußert hat, als der verherrlichte Christus, als er sie noch von Angesicht zu Angesicht anschaute. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Aha. Bis an das Ende der Weltzeit, damit hat er gemeint, auch eure Nachkommen. Aber ich finde so viele Dinge hier so trostreich. Ich bin bei euch alle Tage. Und ich bin so circa 54 Jahre lang Christ. Und ich habe es erfahren. Darüber lege ich jetzt Zeugnis ab. Er war mit mir gewesen alle Tage. Er hat mich kein Tag lang im Stich gelassen. Ich war mehrmals im Thron. Aber er nicht. Warum finde ich die so trostreich, so herrlich? Weil ich ihn liebe mit einer Liebe, die unvergleichlich ist. Und eine Sonderliebe, diese Liebe für ihn, zu ihm hat er in meinem Herzen ausgegossen. Ich bin mit euch alle Tage, um euch mächtig zu stützen, zu benutzen, zu stärken, zu belehren, zu befähigen, zu führen, zu leiten,
viel Frucht bringen zu lassen. Ihr werdet das Festmahl mit mir genießen, die ganze Zeit lang fast, bis an der Ende dieser Weltzeit. Diese Weissagung hat er auch wahr gemacht. Und ich bin mir 3000% sicher davon, als Petrus und die anderen Jünger daran dachten. Wir haben hier 10 Tage lang gebetet. Die Frauen hatten mitgebetet. Hörbar mitgebetet. Für die Fülle von Pfingsten. Dann kam der Heilige Geist am Pfingsten. Christus kam in seine Fülle. Dann wussten sie, er ist mit uns auf eine ganz neue Weise. Aber dann hat der Heilige Geist sich daran erinnert. Er hat uns versprochen, alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Ich kann mir vorstellen, Petrus hat möglicherweise die anderen ermutigt, sie hatten andere gegenseitig angesprochen. Bisher was, wir können nicht verlieren. Als Verlierer weitermachen. Weil er wird bei uns sein, wie er es uns versprochen hat. Vergessen nicht, er hat alle die anderen Weissagungen wahrgemacht, Prophezeiungen. Er wird dies auch wahrmachen. Weil er kann nicht lügen. Er kann nicht übertreiben. Von Zeit zu Zeit übertreibe ich ein bisschen. Bin ich ein bisschen melodramatisch. Da muss ich später sagen, es war einfach so ein bisschen übertrieben. Aber er ist nicht so. Er meint, was er sagt. Er sagt, was er meint. Wir dürfen mit ihm rechnen, auf ihn vertrauen. Und er kann uns nur vorwärts bringen. Und weil er alle Tage bei uns sein wird, bis an das Ende dieser Weltzeit, ob Christus in unser Reich kommen würde oder nicht. Zum Ende meines irdischen Lebens wird er mich führen, wird er uns führen. Solange er gegenwärtig ist in seiner Liebe, können wir nur gewinnen, oder? Der allmächtig herrschende Christus. Denkt ihr nicht, wir reden zu wenig über ihn? Über diesen Christus, den wir haben, die uns so lieben. Lass uns es tun und vorwärts kommen und wunderbare Dinge stattfinden. Aber die größten Reichtümer sind noch, während er so mit uns bleibt, alle Tage. In den Tagen, während wir so ungehorsam sind und dann wieder gehorsam sind, werden wir so bereichert, durch dass wir ihn immer besser erkennen. Dies ist doch die wahre Reichtümer. Diese sind doch die wahre Reichtümer, sein Vater. Lernen wir ihn besser kennen in seiner Treue, in seiner Gnade, in seiner Liebe. So, ich bin fertig. Er macht Versprechungen, Prophezeiungen, Verheißungen, Weissagungen. Und dann macht er sie wahr. Wisst ihr, was sollte dies verursachen in uns? Eine mächtige Erwartung. Er hat gesagt, ich komme zu euch und ich bleibe bei euch alle Tage als der allmächtig wirkende Christus. Ihr sollt mächtige Dinge erwarten, Epheser 3,20. Ihr sollt erwarten, er wird uns Leute schenken. Ich bete heutzutage das Gebet, o Herr, hier in diesem Land, fliegen wir fast die ganze Zeit nur auf Steine und Felsen. Tue dich bitte ein von zwei Dingen. Lass uns doch auf das vierte Erdreich irgendwo finden. Aber wenn nicht, du hast die richtige Reihenfolge. Weil der Heilige Geist hat mehrmals Paulus und die anderen gesagt, nicht hierher, sondern zuerst hierher. Geb uns dann ein anderes Land oder einen anderen Ort, wo wir für dich viel Frucht bringen werden. Aber wir sind doch nicht dazu vorherbestimmt worden, um nicht Frucht für ihn zu bringen, evangelistisch auch. Lass uns auf ihn vertrauen. Ein Schlusswort zu den Verlorenen. Warum hast du bis jetzt die Gelegenheit verpasst, um diese wunderbare Christus kennenzulernen? Warum zögerst du? Verpasst alle guten Dinge. Ich befehle ihm euch an, bei euch. Du wirst eine wunderbare, wunderschöne, herrliche Überraschung bekommen, wenn du ihn kennenlernen wirst. Die Herrlichkeit davon
nachdem er uns überführt hat von unserer Sünde, die Bitterkeit der Sünde geschmeckt haben, Buße getan haben, uns umgekehrt haben zu ihm, die Herrlichkeit der Vergebung, der Auswirkung der Versöhnung, dass er unsere Sünde gesehen hat, dann mit Seilen der Liebe zu ihm bezogen. Ich will ihn gerne kennenlernen. Dann lerne ich ihn kennen. Wird es mit dir auch stattfinden? Lass es doch stattfinden. Lass er dich retten. Dann wirst du wunderbare Zeiten mit uns zusammen genießen in seiner Gegenwart. Und du wirst ihn auch lieb haben mit einer ewigen Liebe, unvergänglichen Liebe, gemäß den letzten Vers von Epheser 6. Soli Deo Gloria. Amen.